Hey ihr Lieben, ich nehme euch wieder mit auf eine Nationalparkwanderung. Ich bin im Nationalpark Sonfjället und das ist wieder eine schöne Bergtour, die ich hier mache. Und in diesem Nationalpark gibt es auch Bären. Ja, der Nationalpark hier wird genannt die Heimat der Bären. Und ob ich welchen begegnet bin, das seht ihr in diesem Video. Der Nationalpark Sonfjället besteht aus einem Gebirgsmassiv mit 5 Gipfeln und der höchste Gipfel, der ist ca. 1300 Meter hoch und man sieht ihn schon von überall weit her emporragen. Meine Tour, auf die ich euch jetzt mitnehme, startet am Haupteingang in Nyvallen. Hier befindet sich auch eine alte Farm, wo man noch wie vor 100 Jahren wirtschaftet. Und wir werden jetzt hier einen Weg gehen, der uns zunächst durch den Birken- und Fichtenwald führt und dann immer weiter langsam ansteigend hoch in das Hochgebirge und zum Schluss wieder steil bergab. Weitere Informationen findet ihr auf meinem Blog, auch eine Wanderkarte, Fotos und so weiter und so weiter. Schaut mal in der Videobeschreibung, da habe ich wieder einen Link auf den zugehörigen Blogartikel reingepackt. Moltebeeren, Cloudberries, Wolkenbeeren. Oh, köstlich.
Boah, Leute, jetzt bin ich echt fertig. Ich spüre jede Muskelfaser, jedes Gelenk, jeden Knochen, glaube ich. Das war echt mega anstrengend. Also vor allem jetzt hier der Abstieg. Jetzt habe ich es fast geschafft. Kleines Stück noch, aber das Steilste habe ich hinter mir. Ja, ich habe das schon befürchtet. Ich wollte eigentlich auch andersrum gehen. Ich hatte mir gestern die Tour so zusammengesucht aus meiner Wander-App. Und habe schon gesehen, oh wow, das geht ja richtig heftig den Berg hoch. Ja, dann wollte ich auch meine Stöcke wieder mitnehmen. Dachte ich mir schon, läufst du mir lieber mit Stöcken? Wobei mit Stöcken, das nervt dann immer so ein bisschen, weil ich zwischendurch die ganze Zeit filme. Und dann muss ich immer irgendwie mit den Stöcken rumwuseln. Da bin ich losgelaufen und kurz nachdem ich losgelaufen bin, habe ich erstmal gemerkt, du hast die Stöcke vergessen. Dann dachte ich mir, gehst du wieder zurück nochmal kurz. War noch nicht weit. Aber dann dachte ich so, ah nee, komm, irgendwie habe ich sowieso keinen Bock auf Stöcke, weil, wie gesagt, beim Filmen nerven nämlich die ganze Zeit. Mal, kriegen wir schon so hin. So, bin dann losgelaufen und dann bin ich die ganze Zeit gelaufen und gelaufen. Ich bin irgendwie völlig intuitiv einfach so rechts schon den Weg entlang gegangen, da so auf die Karte geschaut und da so abgebogen. Und dann, eine ganze Zeit lang war ich schon unterwegs. Dann habe ich erst gemerkt, dass ich in die falsche Richtung gestartet bin. Ich wollte ja eigentlich den steilen Weg hoch erst, ne? Aber da hatte ich natürlich keinen Bock mehr zurückzugehen. Da habe ich mir auch gedacht, ja gut, ist so wie es ist, ne? Soll so sein. Bin dann die ganze Zeit schön weitergegangen. Und aus einem gewissen Aspekt ist es auch schön, so zu laufen, wie ich jetzt gelaufen bin. Weil die Dramaturgie der Wanderung ist so schöner, sag ich mal. Oder hat halt auch seinen Reiz, weil der Weg führte erstmal sehr lang durch diesen schönen kleinen Birkenwald, langsame Steigungen, schöne Wasserfälle, schöner Wald, richtig schöne so voralpine Landschaft, sag ich mal, ist das, glaube ich. Und dann wurde es immer karger, man kommt dann langsam immer höher, dann total viel Heidelbeerfelder, ein Traum. Und langsam sieht man schon die Granitgipfel, die Gipfel mit den ganzen Steinblöcken oben. Und ja, das ist halt auch schön, sich so langsam immer weiter zu steigern und dann quasi das Highlight so zum Schluss zu erleben. Ne? Und so war es eigentlich dann auch. Ich kam ja dann durch diese Steinschlucht hoch auf die Hochebene, wo dann wirklich die ganzen Steingipfel nur noch zu sehen waren. Das war schon richtig grandios, halt dieser langsame Aufstieg und dann dieses Hochgebirge, die Gipfel, die riesigen Granitsteingipfel, Felder, Brocken, Wüsten, das zum Schluss zu haben. Und dann auch natürlich über die Kuppe zu kommen, also über den höchsten Punkt und dann der Ausblick hier in die Landschaft. Wow, mega, mega genial. Allerdings kam dann der Abstieg und das hatte ich schon die ganze Zeit ja befürchtet, weil der schon auf der Karte zu sehen war im Höhenprofil, dass er sehr steil ist. Und der war auch echt heavy, also zum Anfang richtig kraxelig und ich hatte auch keine Stöcke dabei. Und da musste ich echt auch schwer aufpassen, dass ich da nicht ausrutsche und irgendwie lockere Steine. Also da habe ich mich echt schon schwer runtergekämpft. Jetzt habe ich dann so nach dem ersten steilen Stück gesehen, dass es hier noch so einen kleinen Alternativweg gibt. Der hat wenigstens ein paar Treppen und so ein bisschen Umwege, also Serpentinen. Den gehe ich jetzt gerade noch bis zum Ende und da ist es ganz okay. Da war auch noch ein Schneefeld hier in dem steilen Abstieg. Und das, gut, da laufe ich jetzt natürlich bestimmt nicht drüber. Auf jeden Fall habe ich es bisher noch, wie immer, mal wieder knapp überlebt. Und ich muss sagen, ich bin sehr beseelt, erfüllt und genährt von dieser schönen Natur. Und ich habe auch Beeren gesehen. Ja, jede Menge. Blaubeeren, Heidelbeeren gibt es hier ohne Ende jetzt. Das ist wirklich geil. Man könnte sich auf der ganzen Tour nur davon ernähren. Und ich habe auch Moltebeeren gefunden und wieder gegessen. Moltebeeren sind super selten. Die gibt es nur da, wo richtig so sumpfig ist, richtig feucht ist. Jetzt im Sommer, das ist jetzt Anfang August, werden die reif. Und die sind mega lecker. Ja, Lieben, also auch diesmal wieder auf jeden Fall den ganz fetten Daumen von mir nach oben. Super, super schön. Hab das ganz toll genossen. Fand es richtig genial, auch das so zu erleben. Auch was mich so erwartet dann wieder. Ich war wieder so überrascht von diesen krassen Hochgebirgslandschaft hier. Das habe ich echt überhaupt nicht erwartet. Richtig schön. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt, schaut mal auf meinem YouTube-Kanal. Ich besuche ja hier alle schwedischen Nationalparks und auch noch andere schöne Gegenden hier. Bin ja jetzt hier schon fast 2,5 Monate unterwegs in Schweden. Und genau, schaut mal vorbei. Daumen nach oben sehr gerne, wenn ihr das Video ja schön fandet, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten, wir sehen uns wieder bei zukünftigen Videos. Viel Spaß bei euren Abenteuern. Tschüss!